Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir haben Tag 22 für 26. Ein paar Spinnzombies töten, hatten wir das nicht schon? Achso, ja, natürlich steht er da. Rede mit dem Händler, alles klar. Müssen wir also auch nochmal machen. Machen wir am meisten gleich als erstes. Ich habe in der Nacht ein bisschen weiter gecraftet, wie man es eigentlich so kennt. Ich habe mich natürlich einmal komplett ausgemüllt. Und, hier ein Zement herstellen. Ich habe mir einen Schmelztegel in der Zwischenzeit auch hergestellt. Ja, das kostete natürlich ein bisschen was. Das kostete, 100 Eisen. Ich glaube, das ist das teuerste. Ich muss mal gleich mal gucken, was der Schmelztegel kostet. Hallo? Ich gehe ganz kurz mal raus. Dankeschön. Warte mal, lass mal kurz mal gucken. Nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Schmelztiegel. Schmelztiegel. So, 100 Eisen, mechanische Teile, kleiner Stein, Öl, Lehmboden. Das ist eigentlich alles, was wir da hatten. Geschmiedetes Eisen hatte ich zwar jetzt nicht, habe ich mir noch schon mal eben hergestellt. Alles gut, habe mir dann aber auch ein bisschen Stahl hergestellt. Hier ist dann auch noch ein bisschen was in Produktion noch gerade. Damit wir ein bisschen Reserve haben. Vor allem interessant werden noch Stahlwerkzeugteile, beziehungsweise generell Stahlwerkzeuge. Ne? Stahlwerkzeugteile haben wir ja nun schon ein paar da. Also da können wir jetzt auch schon wieder so ein bisschen was machen. Und wir haben ja auch Stahlbolzen, könnten wir uns jetzt auch herstellen. Also ne, so ein bisschen, ne, wir kommen so langsam näher an die relevanten Sachen. So. Was Geile ist natürlich, und das habe ich nämlich dann noch mit den Skills gemacht. Ich hatte ja, glaube ich, einen Skillpunkt hatte ich noch über. Habe ich mir freigeschaltet. Mechaniker, Motorradfanatiker. Für Motorradfanatiker, das heißt, wir können jetzt ein Motorrad bauen. Und, ja, wie es denn so sein soll. Ich hatte natürlich dann noch ein paar Sachen da. Motorrad. Das Motorrad ist in 7 Sekunden fertig. Das heißt, wir werden heute mal eine Spritztour machen mit dem neuen Motorrad und dann mal am besten zu unserem Händler fahren. Sehr geil. Und apropos Händler, wir müssen sowieso zum Händler die Course of verkaufen. Ja, wir müssen ein paar Sachen verkaufen. Wir haben noch einige Sachen hier unter Klamotten, die wir noch verkaufen wollen. Die ganzen Bücher hier zum Beispiel. 125, oh, das nehmen wir mit. So, achso, das ja auch noch. Das auch noch. Und ansonsten dürfte eigentlich. Achso, die Jetons nehmen wir natürlich noch mit. Ja, okay. Und das haben wir alles. Bringen die eigentlich auch was? Nur $77? Ja, okay, ja. Vertickern wir alles. Na, wir haben noch eben noch ein bisschen Benzin da. Das nehmen wir dann gleich fürs Bike. Wir brutzeln noch ein bisschen Stahl vor sich hin. Ja, dann könnten wir eigentlich los. Guck mal gerade, wo wir hin müssen wegen dem Händler. Ist das da hinten? Ne, Moment, das muss ja dann gelb sein. Rede mit dem Händler. Es ist egal, welcher Händler das ist. Das scheint eigentlich egal zu sein. Ob wir jetzt nun den Händler hier hinten nehmen. Den Händler. Oder ob wir den Händler nehmen. Ich glaube, das ist dem Latte, ne? Kann das sein, dass ihm das Latte ist? Mutmaßlich. Gut, aber geil. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall schon mal das bessere Bike. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist eigentlich so ein Transportmittel mit meines, meine Liebsten. Ja gut, ich mag den Jeep eigentlich auch ganz gerne. Aber das Bike ist eben halt noch ein bisschen wendiger, ne? Also, das, ja, es ist schon ein bisschen geiler. Ich habe natürlich nichts gegen den Jeep, wie ich schon gesagt habe, aber ich fahre persönlich dann lieber im Spiel, lieber Motorrad. So, wunderbar. Guck mal. Sehr schön. Da können wir noch gleich das Bike mal ausprobieren. Geil. Tada. Sehr lecker, sehr nice. Fällt natürlich gleich wieder auf die Seite. So. Geil. Sehr schick, sehr schick, sehr schick. Gut, gedrückt halten. Und dann gucken wir uns das mal an. Einmal nachtanken. 83. Oha, das schluckt aber richtig was weg. Modifikation. Ja, okay, da bringen wir momentan nichts mit. Ah, schon der Sound. Das hört sich schon ganz anders an. Sehr lecker. Sehr nett. Sehr lecker. Haben wir eigentlich, können wir schon, nee, das ist noch im Anbau, das ist auch noch alles im Anbau. Okay, dann lassen wir das alles noch wachsen. So. Ja, das klingt doch schon ganz anders, oder? Das klingt doch schon, hat doch schon viel mehr Sound. Wir brauchen allerdings dafür ein bisschen mehr Benzin. Ja, das wäre auf jeden Fall auch noch auf meiner Einkaufsliste. Wir brauchen
Noch ein bisschen Nitrat, auf jeden Fall. Nitrat brauchen wir noch ein bisschen. Ich glaube, Kohle hatten wir ja, das war allein schon in unserem Bunker, ne? In diesem, da wo wir halt die Leiter haben. Ich glaube, da haben wir auch schon Kohle. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich noch Nitrat. Würde ich ganz gerne ein bisschen looten gehen, beziehungsweise farmen gehen, weil wir ja, erst einmal, wir brauchen noch mehr Beete. Das ist sowieso schon mal klar. Wir brauchen Schießpulver, damit wir Munition herstellen können. Wir brauchen Blei, wir brauchen Ölschiefer, damit wir eben halt jetzt auch Benzin wieder ein bisschen mehr herstellen können. Ich habe zwar noch ein bisschen was da, aber naja, war es ja noch gar nicht offen. Okay, warten wir nochmal ein Sekündchen. Ja, können wir sonst nochmal kurz gucken, wo wir hier nochmal irgendwas haben. Guck mal, hier haben wir Nitrat. Hier hätten wir Nitrat, hier hätten wir Blei. Also wir haben ja alles in der Nähe, ne? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie verhungern müssen. Blei. Ja, Blei können wir eigentlich mal ein bisschen einschmelzen. Was ist da auf der Rückseite? So. Straight hier vorne hin. Huch. Ach, hier hatten wir schon Blei. Achso, alles klar. Da hatten wir hier schon Blei abgebaut. Dann hatten wir hier schon Blei abgebaut, wenn ich das richtig sehe. Dann fehlt uns natürlich wieder die Schaufel. Ja, ist natürlich blöd. Okay, dann müssen wir uns das gleich nochmal holen. Ja, verdammt. Na gut. Was wir vielleicht dann eher nochmal gucken können, ob wir dann vielleicht schon mal Stahlwerkzeuge herstellen. Heilige Mutter. So. So. Gucken wir uns mal nach Stahlteilen. Weil Stahlwerkzeuge, ne, könnten wir uns natürlich dann eine Stahlpickaxe herstellen. Wir könnten uns eine Stahlschaufel herstellen. Axt können wir uns herstellen. Wir müssen allerdings mal gucken, wie viele Stahlwerkzeugteile ich überhaupt habe. Wie viel ich herstellen kann. Mal gleich mal gucken. Wenn ich schon relativ hochwertige Werkzeuge bauen kann, wird das nicht ganz günstig werden. Guck mal. 27 Stahlwerkzeugteile. Was haben wir hier überhaupt? Eisenbrecher-Mod. Mehr Schaden gegen Eisen. Okay, probieren wir sonst mal aus. Ich hole jetzt mal ein bisschen Eisen ab. Rezepte. Stahlaxt. Stimmt, eine Stahlaxt können wir ja auch schon herstellen. Dann. Jo, das ist natürlich geil. 15. Stahl-Pickaxe. Da brauchen wir 15, ne? Also 15. Holz, Leder, Klebeband. Holz, Leder, Klebeband. Holz, Lederklebeband. Leder habe ich jetzt noch. Also, beziehungsweise, ja, Klebeband habe ich auch extra hergestellt. Ja, da fehlen uns natürlich dann wieder drei Teile, ne? Also können wir uns jetzt entscheiden. Entweder machen wir eine Stahlspitzhacke, eine Stahlschaufel oder eine Stahlaxt. Eine Stahlaxt habe ich, glaube ich, sogar unter Werkzeuge. Das ist keine besonders gute, ist eine Einser. Und wir haben ja auch noch eine Stahlspitzhacke. Ja, okay. Aber, naja. So, wir brauchen einmal eine Schaufel auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen eine Stahlspitzhacke, oder? Stahlspitzhacke? Fünfer hätte ich dann. Fünfer hätte ich dann. Ja. Ich glaube, wir machen das mal. Achso, wir müssen das an der Werkbank machen. Okay. An der Werkbank, an der werkigen Bank. Ja gut, wie gesagt, uns fehlt dann nachher dann noch ein bisschen Stahlwerkzeugteile. Ich glaube, die können wir ja nicht herstellen, ne? Fehlen uns drei Teile, sonst hätte ich vielleicht nochmal eine Axt gemacht und später nochmal eine Schaufel. Aber da wir ja nun die Spitzhacke eigentlich öfter benutzen, nehmen wir mal die einfach gau mit. So, und den Rest packen wir mal unter Crafting rein. Die können wir mal reparieren. So. Müsste jetzt aber mittlerweile auch der Händler aufhaben. Damit wir endlich mal mit dem Händler endlich reden können. Und da können wir auch gleich nochmal schauen, wann die Reloot hatten. Weil hatte er nicht sogar Tag 22? Hatte er nicht tatsächlich Tag 22 Reloot? Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich meine ja. Dann können wir gleich mal gucken. Vielleicht haben wir echt Glück.
Vielleicht haben wir echt Glück, dass er diesmal jetzt das Rezept hat für den Bohrer. Ich weiß es nicht. Ah, weil ich diesen Zaun liebe von diesem Motorrad, ne? Ganz ehrlich. Nicht dieses Geklöder von dem Minibike, sondern ein vernünftiges Motorrad. Ah, das macht auch ein bisschen was her. So. Mein Freund. So, dann geben wir erstmal die Quest ab. So, ja. Wir kriegen 350 Jetons. Inventar sehen. So. Dich verkaufen wir. Dich wollte ich reparieren und dann verkaufen. Moment. Das wollte ich reparieren. So, dann können wir es nämlich verkaufen. So. So, dich verkaufen wir. Dich verkaufen wir. Gold verkaufen wir. Bitteschön. Was bringst du? 192? Ja, okay. Ich verkaufe natürlich auch komplett. Machen 613. So, dann haben wir nicht mal den ganzen Krams auch los hier. So, siehst mal. Wir haben ein bisschen Platz geschaffen zu Hause. So, und was können wir bei dir kaufen? Wieder auf Film 25. Barhocker. Baseballschläger. Oh, Essen hat er massig da. Das ist gut. Da können wir vielleicht mal zuschlagen. Schießpulver, Schamsuppe, Chili Dogs. Na, da war gut, was zu futtern. Secret Stash, was sagt er hier? Scharfschütze. Haben wir alles schon. Den ganzen anderen Krams. Machete, Bauplan, selbst den haben wir schon. Ah, ich glaube, dafür brauchen wir auch Stahl, ne? Für Machete. Machete. Scharfschütze. Schauen wir den Ziele. Zoom kostet 15% weniger Ausdauer. Ja. Könnte man machen. Ach, warte mal. Können wir jetzt nicht mit Stahl sogar die Shotgun machen? Müsste ich gleich mal gucken im Menü. Ich meine, wir können mit Stahl jetzt auch die Pumpgun machen. Die bessere Pumpgun. Dann hatten wir schon eine gecraftet. Ich bin so verwirrt, was das angeht. So, okay. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Ja, sei doch nicht mal so unhöflich. Wir sind Nachbarn. Und außerdem möchte ich gucken, was du für Aufgaben hast. Beseitige Zombies. Abholen, säubern. Beseitige Zombies, abholen, säubern. Okay, nichts mehr mit Graben. Was ist denn in der Nähe? Der Nähe ist hier, abholen, säubern. Einer unserer Läufer musste seine Lieferung hier verstecken. Household Bungalow. Vernichte alle Zombies und hol die Lieferung ab. Ja, machen wir. Keine Ahnung, was er erzählt hat. Ich hab zugehört. So, einmal Pumpgun. Ich würde mal ganz kurz gucken, was wir für die Pumpgun brauchen. Die Pumpgun? Siehst du, da brauchen wir nämlich geschmiedeten Stahl für. Das war mir nämlich schon klar. Geschmiedeter Stahl. Das wäre nämlich schon mal ganz geil. Eine Dreier-Pumpgun können wir eigentlich sofort gleich machen, ne? Schrotflintenteile. Weil ich meine, Schrotflintenteile. Tut mir leid, wir müssen nochmal nach Hause. Naja, ihr wisst ja. Wir müssen Dinge tun. Ich meine, wir haben genug da. So. Ich meine, wir haben genug da für eine Pumpgun. Eine Dreier-Pumpgun ist ja schon gar nicht so verkehrt, ne? Das ist ja schon gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. Stahl haben wir jetzt auch gerade da. Ich guck mal eben. Außerdem können wir uns gleich auch die Pickaxe mitnehmen. Dann machen wir erstmal das Gebiet säubern. Das machen wir erstmal, oder? Vielleicht nochmal eine Pumpgun craften. Vielleicht, das machen wir vielleicht auch nochmal. Ich liebe die Pumpgun, ne? Ich liebe die Pumpgun. Mit eines meiner Lieblingsschusswaffen. Pistole finde ich auch ganz nett. Aber Pumpgun, wenn du jetzt irgendwo ein Gebäude räumen willst, Pumpgun. Pumpgun. Das sind eigentlich immer so die geilsten Sachen, die man haben kann. So, also für mich zumindest. Ne? Das ist natürlich Geschmackssache, aber für mich ist das so. Waffen. So, hatten wir eine Pumpgun da? Hatten wir, glaube ich, nicht, ne? Doch, hatten wir eine Einser. Eine Einser-Pumpe hatten wir da. Gut, okay. Waffenteile. Muss mal kurz gucken. 14 Schrotflintenteile hatten wir da. Und dann könnten wir ja Rezepte der Pumpgun bauen. Da brauchen wir nochmal
Klebeband, Kunststoff, Schraubenfeder. Klebeband. Klebeband. Kunststoff war das, ne? Kunststoff. Achso, die kommen mitnehmen. Rezepte, Pumpgun. Automatische Schrotflinte. Heilige Mutter Gottes. Aber ich glaube, die fand ich nicht so doll. Ich glaube, die fand ich damals nicht so doll. Machen wir mal die. Brauchen noch 4 Minuten. Okay. Crafting, das lassen wir hier. Das, das, das. Das kommt in die Baumkiste rein. Waffenteilekiste packen wir hier rein. Repair Kits brauchen wir. Ich guck mal eben, was wir noch an Benzin haben. Na gut, ein Stack haben wir noch komplett. Nehmen wir nochmal einen mit. Also einen halben. Kohle haben wir ein bisschen da. Nitrat seht ihr selber, müssen wir uns holen. Säure haben wir da. Das heißt, wenn wir mal wieder einen Jeep, oder was ist mal wieder ein Jeep? Wenn wir mal einen Jeep bauen, dann haben wir auf jeden Fall genug Säure da und genug Kohle, um eigentlich Reifen herzustellen. Das sollte funktionieren. Das sollten wir eigentlich genug haben. Achso, und dann wollte ich natürlich noch die Stahlwerkzeugteile, die wollte ich auch nochmal wegpacken. Frage ist, Bunkerknacker verändern. Mehr Schaden gegen Stein. Mehr Schaden gegen Stein. Müssten wir eigentlich ja beide raufklemmen können, ne? Einmal, ups. Einmal, zweimal. Abschließen. Dann packen wir unter Werkzeuge das wieder rein. Eine Axt hätten wir da. Macht die ein bisschen mehr Wumms als die. Mal kurz gucken. Nahkampfschaden 29. 21. Aber ich muss mal kurz so ziehen. So. 21 machen wir Nahkampfschaden. Minus 8. Schaden gegen Blockschaden auch 24. Das heißt, Ausdauerkosten, die hat weniger Ausdauerkosten, macht mehr Angriffe die Minute und hat eine längere Haltbarkeit. Natürlich nicht so lange Haltbarkeit. Die hat irgendwie 505 und die hat 274. Aber die macht eben halt auch wesentlich mehr Blockschaden, ne? 88. Und die macht 64. Das ist natürlich schon krass. Nehmen wir sonst die mal mit. Nee, lassen wir erstmal hier. Wir probieren sie mal aus, wenn wir nachher sagen sollten, Mensch, ich finde die Axt doch erstmal ein bisschen besser, dann nehmen wir erstmal die mit. Die müssen wir nur öfter reparieren. Das ist natürlich dann das Problem, aber okay. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. So, die Dietriche nehmen wir mit. Schaufel nehmen wir mit. Können wir unten mit hinpacken. Jetons, die können wir eigentlich auch hier lassen, weil ich will ja erstmal nichts einkaufen. Ja, ja, machen wir so. So. Ich mache ein kurzes Aufnahmepäuschen. Ich warte noch kurz die Pumpgun ab, dann nehmen wir uns noch gleich mal ein bisschen Munition mit und dann machen wir noch kurz die Aufgabe. Holen uns noch mal ein bisschen Blei, wir holen uns noch ein bisschen Nitrat und so weiter. Mal gucken, ob ich das alles auch in der Folge mache oder dann nachher außerhalb der Aufnahme, muss ich mal sehen. Also, ja, bis gleich. So, das haben wir wieder. So, Pumpgun ist gebaut, Pumpgun ist aufgeladen. Und bemoddet. Ich hab mir da, was hab ich mir da mal eben reingeschmissen? Ich hab mir da, wo haben wir es denn? Ja, die Hunter-Mod habe ich mir da nochmal, also die Jäger-Mod noch mit reingeschmissen. Jetzt habe ich sonst keine anderen guten Mods dabei. Ich habe noch so eine Schrotflinten, wie heißt die noch? Drossel-Mod noch da, dass die halt nicht so streut. Aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm momentan. Das finde ich schon ganz okay. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Gebiet säubern und Lieferung abholen, damit wir nochmal die eine oder andere Quest mal fertig machen. Ich weiß es gar nicht, wie viele Quests wir überhaupt mit dem aktuellen Händler schon gemacht haben. Also mit dem neuen Händler, ne? Also mit diesem Level 2 Händler. So, aber das macht auch nichts. Wir gucken uns das mal hinten an. Da das natürlich Level 2 ist, kann das sein, dass wir da natürlich wieder mal irgendwie auf irgendwelche Feralen aufschlagen hier. Schauen wir uns mal an. Jawohl! Moin! Da liegt ein Zombie in der Nähe. Ah.
So. Es fühlt sich doch ganz anders an, oder? Mit so einem schönen Bike durch die Gegend zu heizen und. Gut, ich mache zwar nicht so viel Schaden gegen die Zombies, aber das passt schon. So, sind auch gleich da. Joey's Car Loot. Ah, die Maschine hat schon wesentlich mehr Wumms natürlich als das Minibike. Das ist schon sehr, sehr gut. Müsste auch dementsprechend mehr Inventarplätze haben. Ich muss gleich mal gucken im Vergleich. Ach doch, ein ganzes Gebäude. Ah, schade. Ich dachte, ich hätte irgendwas mit Trailer, glaube ich, gelesen. Oder dachte, was mit Trailer gelesen zu haben. Gut, dann werden wir ein bisschen länger hier zu tun haben. Aber das macht ja nichts. Einmal. Ja, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen mehr Loot. Ja, es läuft auch schon gut. Einmal kurz reingeluschert. So. Ihr hattet mir ja mal gesagt, ich solle am besten hier erstmal alles. Moin. Ups. Warum hatte ich jetzt gerade keine Munition? Warum musste ich gerade nachladen? Muss ich jetzt auch nicht so richtig verstehen. Das habe ich jetzt nochmal gar nicht verstanden, warum ich jetzt nochmal nachladen musste. Habe ich da irgendwas verpasst? Wo ist denn eine andere Köter hin? Wo habe ich den? Habe ich den nicht hier vorne? Doch, meine ich doch. Bei dem Schimmelfleisch dabei. So, und du hast auch Schimmelfleisch. Dann nehme ich dann auch noch alles fleißig mit. Okay. Nee, aber ihr hattet ja gesagt, am besten alles vorher looten. Alles vorher looten und dann nochmal die Quest annehmen. Weil dann wird das Gebäude ja zurückgesetzt und dann kriegt man nochmal Loot. Machen wir einfach mal dieses Mal machen wir das mal ausnahmsweise, weil eigentlich mache ich das nicht. Weil das mir einfach zu blöd ist, ganz blöde gesagt, das alles zweimal zu looten. Da habe ich keinen Nerv zu. Aber wir machen es mal ausnahmsweise mit. Ausnahmsweise machen wir es. Bevor das nachher das Gemecker wieder losgeht. Nein, ach was. Oh, moin. Mensch. Ich kriege aber so ein bisschen gerade auf die Omi hier gerade. Das finde ich gar nicht so lustig. So. Abbauen. Das gibt natürlich dann nachher extra Messing. Einmal extra Messing. Hier war ja, glaube ich, nichts weiter, ne? Hier drüben mal ganz kurz gucken. So, einmal nachladen, den braucht man nicht. Aber hier können wir was bauen. Hier kriegen wir auch Messing raus. War das nicht so bei Waschbecken? Bleib auf alle Fälle. Ja, ein bisschen Messing kriegen wir raus. Einmal Messing, naja. Oh, jetzt nicht so prall. So, das weg, das zerlegen, das zerlegen, das zerlegen. Pumpgun. Ah, da geht's mal Gau nach oben, aber da sollen wir nicht lang, wie es aussieht. So, check. Munition. Ach, können wir auch gleich mal alles auseinandernehmen. So Klamotten, so, das sind eigentlich die wenigsten Sachen, die ich tatsächlich mitnehme. Es sei denn, vielleicht so am Anfang, aber naja. So, haben wir. Sind schon ein paar Fans. Hallo. So, schön liegen bleiben. Dann passiert auch nichts. Also zumindest mir nicht. Ach, hier kommen wir ins Treppenhaus. Interessant. So,
Schrauben auseinander. Sehr schön. Da ist auch nichts Tolles drin. Das hätten wir gleich mal scrappen können. Machen wir gleich. Erstmal alles einsammeln. Dann können wir immer noch mal aussortieren und wegschmeißen. Aber erstmal alles haben. Jo. Da sollen wir offiziell lang. Guck mal, da, guck mal, siehst du, so stelle ich mir das vor. Zack. Da könnten wir jetzt dann schon irgendwann mal, wenn wir genug Jeep-Teile haben, nachher auch den Jeep schon herstellen. Medizin, Plastik nehmen wir mit. So, jetzt können wir schon mal so ein bisschen wegscrappen. Zerlegen. Messing machen wir auch mal klein, ausnahmsweise. Das machen wir mal klein, das machen wir mal klein. Nahrung, was könnte man dann jetzt noch herstellen? Schimmeliges Brot. Daraus nachher dann letztendlich wieder Antibiotika. Ja, okay, lassen wir es erstmal. Noch haben wir ja auch ein bisschen Platz, das ist ja nicht. So, okay, prima. Dann schauen wir es mal ein bisschen weiter rum. Pumpgun ist nachgeladen, sehr schön. Dann luschen wir doch hier mal durch. Betons 3. Ah, Minen hier aus. Ja, okay. Oh, doch nicht. Halt, Moment. So. Oh, da ist noch jemand. Hey. Muss ihr Freund gewesen sein. Also ist noch ihr Freund. Jetzt nicht mehr. So. Und da ist auch noch was Feines drin. Guck mal, so lobe ich mir das. Messer brauchen wir nicht. Hoodie. Kältewiderstand plus 8. Hitzewiderstand minus 6. Ja, keine Ahnung. Also, ja, weiß ich nicht. Also, ja, so Klamotten nehme ich tatsächlich echt selten mit. Obwohl ich das mehr machen sollte, aber ich glaube, ich habe auch zu Hause die wesentlichen Sachen. Wie jetzt zum Beispiel hier so ein Wintermantel, den habe ich auch da. So, nehmen wir mit. Badewanne, ah, da geht es nämlich auch weiter, siehst du. Schimmelfleisch ist auch da, sehr gut. Nix, nix, nix. Hier kriegen wir, glaube ich, Steine raus und Rohr und vielleicht auch ein bisschen Messing. Ja, Messing. Bisschen Messing ist da. Bisschen Blei. Blei nehme ich diesmal dann mal auch mal mit. So, das kommt weg. Das wird zerlegt. Warte, Schlange ist natürlich immer noch voll. Na gut, dann müssen wir erstmal ein bisschen sammeln. Sechser Brustpanzer. Den können wir gleich mal trinken. Hätten wir auch stacken können, aber egal. Den zerlegen wir auch mal. Können wir nicht. So. So, wen haben wir denn da? Für dich lade ich sogar nach. Guck mal. Nacht. Hier geht's auch nochmal weiter. Das ist voll verstrickt hier alles. Finde ich jetzt gar nicht so gut. Plastik. Oh, Medikit, nice. Kann man nichts machen. Hallo. Oh, erstmal gleich gegen die Wand geprügelt. So, hier noch wer drin? Achso, andere Seite, alles klar. Was machen die eigentlich nochmal? Infektion heilen. Nehmen wir das alles mit. So. Ich glaube, wir müssen zwischendurch auf jeden Fall nochmal runter und ausluten. Ich glaube, das ist. Moin!
Der lebt ja noch. Scheiße. Nein. So, gute Nacht. So, was haben wir denn? Guck mal, siehst du? Zack, benutzen. Das Plündern, ja, komm, zerlegen wir mal. Warteschlange ist mal auch voll. Okay, gut. Das dauert auch irgendwie 5 Minuten, das Ganze zu scrappen, ne? Das ist natürlich, dauert alles. So, Plastik können wir stacken. Okay. Ja, das ist die andere Seite. Ja, genau. Hier sind wir sonst, genau, hier sind wir längst marschiert. Richtig. Das ist die andere Seite. Okay, prima. Dann kommen wir da auch durch. Das ist natürlich nice. Okay. Da könnten wir raus. Machen wir natürlich nicht. Munition nehmen wir mit. Da ist nix. Da ist auch nix. Da ist auch nix. Testen. Ja, geil. So. Nehmen wir mit. Können wir das zerlegen mittlerweile? Ja, immer noch Warteschlange voll. Wie lange brauchen wir denn da noch? 4 Minuten. Gott. So. Klebstoff nehmen wir noch mit. Nehmen wir noch mit. Ich glaube, ich werde mich gleich mal ausmüllen gehen, vorsichtshalber. Gut, spätestens dann, wenn wir hier sowieso alles durchgelootet haben, dann sowieso. So, wir müssen die Tür mal mehr kaputt machen. Das ist ja dann auch Messing ohne Ende. Dann, da hat man schon reingeguckt. Da ist auch Messing übrigens hier. Gar nicht wahr. Ey, fake. Das sah aus wie Messing. War aber kein Messing. Sauerei. Was denn da nochmal? Nochmal alles. Eisen. Hab ich noch was zu essen gefunden, sag mal. Nein. Okay, schade. Also, hier hätten wir alles geguckt. Vielleicht geht's ja nur noch nach oben. So, hier hatten wir überall geguckt. Da war alles gut. Da war alles gut. Ach, hier geht's nach oben. Alles klar. Hallo. Erstmal ein bisschen Prügel verteilen. Außerdem war das eine Ferale. Eine Feralushi. Eine Ferrari. Oh, Wandtresor. Kann ja mal ein interessantes Rezept drin sein. Ich würde sagen, wir machen nach dem Tresor auch mal einen kleinen Break, eine kleine Pause. Dann holen wir uns mal irgendwas Kleines. Looten uns aus. Oh, sind wieder ein paar Zombies unterwegs. Okay. Sofort, dann haben wir gefunden. Das siehst du, so stelle ich mir das vor. Ja, warum habe ich gerade die Pfeile jetzt mitgenommen? Das verstehe ich jetzt auch nicht wirklich. Okay. Schon was futtern können wir gleich erstmal. So. Gut. Okay. Nachgeladen habe ich. Prima. Dann, da unten müssen wir mal gucken wegen dem Bild. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause hier. Dann mache ich dann das Gebäude noch weiter. Und dann machen wir im nächsten Step, müllen wir uns dann noch einmal aus. Und dann machen wir das Gebäude quasi nochmal, weil wir es ja dann mit der Quest dann wieder resetten. Also vielen Dank mal fürs Vorbeischauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Seven Days to Die wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.